Hallo Leute und willkommen zu einem neuen kommentierten Gefecht hier in Rouge. Nachdem die letzten Monate meines Studiums extrem stressig waren und ich nicht dazu kam, Replays zu kommentieren, habe ich mir jetzt tatsächlich einige rausgesucht und die werden auch über die nächsten Wochen verteilt kommen. Falls ihr aber zufälligerweise noch Replays habt, bei denen irgendwas besonders ist oder die extrem spannend waren, dann könntet ihr mir sehr gerne schicken. In der Beschreibung ist ein komplettes Tutorial verlinkt, bei dem ich euch zeige, wie ihr das machen könnt. Jetzt schauen wir uns aber dieses gelungene 4er FFA auf der Karte Diplomaten an. Also jeder gegen jeden und ihr seht schon, mit Breaker. Er spielt hier die USA, was natürlich sehr praktisch ist. Wir sind im Spielmodus 45 und die USA kann einfach alles. Das muss man allerdings auch nutzen können. Und gerade auf dieser Karte ist es natürlich ein bisschen anspruchsvoll. Italien würde ich zum Beispiel hier überhaupt nicht empfehlen. Die sind zwar in solchen Gefechten auch manchmal ganz gut, weil sie mehr Einheitenvielfalt haben, als man eigentlich erwartet. Aber sie können ihre Stärke, nämlich die Schnelligkeit, nicht wirklich ausspielen. Die Stärke der USA hier ist tatsächlich ihre Vielfältigkeit. Sie können bestimmte Strategien vorgeben und dann aber auch sehr, sehr gut auf den Konter der Gegner reagieren. Und das werden wir vor allem hier in diesem Gefecht sehen. So viel sei aber schon mal gesagt, wir werden uns primär auf diesen Bereich konzentrieren. Es wird, was auch sehr typisch ist, ein Gefecht zwischen diesen beiden Spielern geben und vor allem auch zwischen diesen beiden. Das bedeutet, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Russen. Der baut interessanterweise Streikis. Das ist ja immer so ein bisschen das Abwägen. Man kann diese leichte Infanterie eben sehr schnell bauen. Vor allem als Russland kann man sie sehr schnell bauen. Die Kaserne kosten nur $10. Sie sind auch schnell produziert. Aber sie sind einfach ein Vielfaches schwächer als die Quadias, also die schwere Infanterie. Dementsprechend lohnt es sich eigentlich schon, sich recht zügig zu erforschen, auch wenn es sehr teuer ist. Aber um einfach mal so ein bisschen Truppen auf dem Feld zu haben, kann man da durchaus mal die eine oder andere Einheit Streiki bauen. Das sind quasi auch nur noch so kleine Stolperfallen, dass man einfach dem Feind auch symbolisiert: Hey, da steht was, du kannst da jetzt nicht durchrennen, und gleichzeitig sieht man halt auch, was der Feind macht. Man kann durchaus auch Wälder blockieren. Auch Strelkis können mit ihren Molotow-Cocktails den ein oder anderen leichten Panzer besiegen, wenn man vielleicht zwei von ihnen hat und sie noch einen Überfallangriff haben. Also es kann durchaus sinnvoll sein, aber es wird wahrscheinlich eher vom Nachteil sein, weil die Strelkis eben einfach nur diesen leichten Angriff von 20-20 haben, und wenn der Amerikaner dann eben mit seinen schweren Infanterieeinheiten kommt, kann er die sehr, sehr einfach kontern. Aber wir sehen, dass der Russe damit ziemlich viel Gebiet bereits erobert hat, und das ist sehr, sehr wichtig. Das wird oftmals unterschätzt. Gerade, ich habe mir jetzt in letzter Zeit wieder viele Replays angeguckt, Anfänger tendieren dazu, dass sie am Anfang gar nichts bauen, bis sie dann die richtig guten Einheiten haben und schicken die dann aufs Feld. Das kann aber teilweise schon ein bisschen zu spät sein, weil man einfach dann gewisse Städte zum Beispiel verloren hat. Und hier sehen wir jetzt tatsächlich, dass er dadurch, dass er eine Kaserne hier hat, durchaus den Gegner pushen kann, in dem Fall hier Breaker, indem er mit der ganzen Infanterie eben rausrennt und ihn angreift. Aber es wäre natürlich nicht Breaker, wenn er das nicht extrem gut micron würde. Hier haben wir einen Greyhound, der hat den Vorteil, dass er theoretisch in den Wald gehen kann. Das heißt, hier drüben wäre er sicher. Problem ist aber, die Gegner fliehen zwar, doch wenn jetzt quasi Fanatismus kommen würde und hätte den Greyhound zu nah am Feind dran, dann würde er quasi sofort vernichtet werden. Und deswegen muss er eben aufpassen, dass er im richtigen Abstand zwischen diesen beiden Einheiten bleibt. Tendenziell natürlich eher in die Richtung. Und gleichzeitig müssen die Stuarts hier drüben aufpassen, dass sie natürlich den Greyhound unterstützen, aber selbst nicht zu nah an die Kaserne rankommen. Aktuell haben wir zwar hier nur Blitz und keinen Fanatismus, aber der Gegner kann eben sehr, sehr schnell Einheiten produzieren. Und wenn man dann zu nah an der Infanteriebasis steht, passiert es sehr schnell, dass man dann eben zurückgedrängt wird. Was ebenfalls problematisch ist, und das sehen wir jetzt hier beim Russen, er kann einfach sehr viele Einheiten aufs Feld bringen, weil sie nicht so teuer sind. Wir sehen hier Panzerabwehr, die direkt mal im Wald steht. Und die ist natürlich ein Konter gegen die Stuarts. Zwar die leichte Panzerabwehr, also auch wieder die günstige Einheit, aber hier war es jetzt eben wichtig, dass sie überhaupt aufs Feld kommt. Also die Präsenz dieser leichten Einheit war jetzt wichtiger als ihre reine Stärke. Dementsprechend ist es natürlich sehr sinnvoll, diese $10 hier zu investieren. Wenn auch natürlich der Stuart prinzipiell entkommen kann und auch ein einzelner Stuart abgeschossen werden würde, wäre da jetzt kein Weltuntergang. Aber eben zum Eindruck, und Breaker muss seine Strategie ein bisschen ändern. Dass er hier auf Stuarts geht, ist auch sehr naheliegend. Die Einheiten haben einfach eine Geschwindigkeit von 43 km/h, also schon ohne Blitz, und dann mit Blitz eben nochmal 50% obendrauf. Das ist sehr, sehr gut, um den Feind unter Druck zu setzen. Man kann dadurch vielseitig agieren. Man kann versuchen, hier die Nachschubdepots unter Druck zu setzen. Man kann auch darauf reagieren, und das muss man ja berücksichtigen. Wir sind ja immer noch in einem 4er FFA, dass gegebenenfalls die anderen Gegner auch noch einfallen. Also da ist man einfach verhältnismäßig flexibel. Und es ist eben günstig, schnell produziert. Die Panzerbasis braucht man sowieso, $15, man muss nichts erforschen.
Da sind also die Stuarts sehr gut. Jetzt allerdings das Problem ja, dass der Feind diese leichte Panzerabwehr hat, die sehr kosteneffizient ist, vor allem gegen die Stuarts. Das heißt, er muss reagieren und das macht er mit Lees. Es stellen sich natürlich einige die Frage, warum er nicht hier die Shermans erforscht. Die sind nämlich deutlich, deutlich besser als die Lees. Aber man muss bedenken, diese Lees hier, die sind ja nicht wirklich dafür da, gegen feindliche Panzer zu kämpfen. Das Einzige, was sie tun müssen, ist, die feindliche Panzerabwehr fernzuhalten. Und das macht Breaker hier extrem gut. Er hält die Lees so, dass wenn die Panzerabwehr aus dem Wald herauskommen würde, er sie pushen könnte. Und genau das muss diese Einheit. Mit der Panzerung Stufe 3 hält er eben den einen oder anderen Schuss der feindlichen Panzerabwehr durchaus aus, wenn die Panzerabwehr außerhalb des Waldes steht. Und dadurch kann er quasi hier so eine Drohkulisse aufbauen, sodass die Panzerabwehr im Wald bleiben muss, nicht rausgehen kann. Mit dieser Strategie schützt er dann seine Supply Trucks, die hier entspannt rausfahren können, und er kann eben dieses Nachschubdepot weiter farmen. Das Ganze ist sehr kostengünstig, also Stuarts wären zu günstig gewesen, aber die Shermans zu erforschen wäre hier eigentlich unnötig gewesen. Das heißt, er hat hier eigentlich mit einem Minimum an Geld, können wir jetzt sagen, vielleicht hätten es auch zwei Lees weniger getan und da wäre auch ein Stuart weniger ausreichend gewesen. Aber mit relativ wenig Geld konnte er sich diese Nachschubdepots sichern und ganz wichtig, hat sich auch diese gesichert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum erobert er nicht auch noch die Nachschubdepots hier? Ich denke, das hat tatsächlich größere strategische Gründe. Man möchte einfach den Amerikaner hier nicht provozieren. Man möchte ihm quasi nicht die Versuchung geben, hier irgendwie das Nachschubdepot dann zu erobern mit Infanterie. Man müsste also Einheiten abstellen. Das ist schon meistens sehr sinnvoll, vor allem bevor man anfängt, Admins zu bauen. Aber er hat hier momentan seine Ruhe von seinem rechten Nachbar und das will man natürlich an der Stelle dann auch nicht riskieren. Wir sehen jetzt hier aber, dass Breaker mal wieder zwei Schritte vorausdenkt. Ich meine, was muss der Russe machen? Er hat quasi keine andere Wahl. Und auch von seiner aktuellen Ausstattung heraus gibt sich da einfach nur eine einzige Strategie, und zwar der Bau von optimierten Panzerabwehrgeschützen. Die haben eine 50 Meter höhere Reichweite und zerstören eben so ein Lee mit einem Schuss, wenn es einen Überfallangriff gibt. Dementsprechend sind diese Einheiten natürlich extrem gefährlich und Breaker kann dagegen nicht so viel machen. Er könnte Priests bauen, also die Panzerartillerie, aber wir wissen alle, dass die unglaublich ineffizient sind und die bräuchten einfach ewig, um diese 10 Dollar Panzerabwehr da rauszuholen. Das bedeutet, er wusste, da kommen leichte Einheiten. Wie reagiere ich? Naja, er reagiert wie folgt. Er baut Luftwaffe. Und das ist in gewisser Weise auch ziemlich riskant. Er baut jetzt nicht die schweren Bomber, weil er braucht eben viele von den kleinen. Er hat viele gegnerische Ziele. Und er baut tatsächlich auch keine Jäger, weil er davon ausgeht, dass er den ersten Angriff noch getarnt starten kann. Das ist extrem wichtig. Weil wenn er jetzt anfangen würde, Jäger zu bauen, dann hätte er zum einen weniger Platz und er hätte zum anderen weniger Bomber. Das heißt, man muss immer abwägen. Also er muss natürlich jetzt nach dem ersten Angriff dann sehr schnell auf Jäger setzen, das ist klar. Aber er kann jetzt in diesem Moment noch quasi das Geld nehmen und eben in Bomber investieren, die hier nützlicher sind. Und da sehen wir auch direkt den Luftaufklärer, sehr wichtig, auch nur einer. Natürlich wäre es im Optimalfall besser, mehrere zu bauen, aber er geht ja davon aus, dass der Feind noch gar nicht darauf vorbereitet ist. Und um seine Vorbereitung zu stören, ich meine, wie schön wäre das? Dieser Block Einheiten, dieses Nachschubdepot, das wären so schöne Fracks und dafür würden sich die meisten Leute entscheiden. Aber Breaker will einfach diesen Überraschungsmoment aufrechterhalten und deswegen geht er hier auf die Gebäude und versucht eben erstmal die Luftabwehrbasis auszuschalten, dass da einfach nichts nachproduziert wird. Und um das Ganze auch noch nachhaltiger zu gestalten, zerstört er auch noch sofort das Unterhauptquartier mit. Und natürlich mit der absolut perfekten Anzahl an Bomber, würde ich mal sagen. Da kommt nämlich jetzt dann der dritte, sodass optimalerweise hier keinerlei Luftabwehr produziert werden kann. Ah, ich denke, vielleicht hat er sich doch ein bisschen verkalkuliert. Da könnte es jetzt ein bisschen knapp werden. Auf jeden Fall kann er damit eben verhindern, dass der Feind schnell auf Luftabwehr reagiert. Und da hat er jetzt ein bisschen Pech gehabt. Tatsächlich würde da noch eine Luftabwehrbasis gebaut. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber ihr seht, prinzipiell wäre der Plan ganz gut aufgegangen. Es hat ein Bomber gefehlt. Und der Feind hätte fürs erste Mal keine eigene Luftabwehr bauen können. Also er hätte kaum reagieren können. Da hinten baut er jetzt ein Flugfeld. Aber es hat ein Russe. Der ist jetzt auch nicht so gut darin, weitere Jäger zu produzieren. Dementsprechend war es eigentlich auch klar, dass der Gegner jetzt hier rauspushen wird. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen optimieren können. Hätte man davon ausgehen können. Okay, der kommt jetzt aus dem Wald raus. Aber das ist jetzt natürlich die Sache, die man hat vermeiden wollen, die man hat nicht unbedingt kommen sehen, dass der Gegner jetzt doch hier anfängt, Luftabwehr zu bauen. Aber der Russe ist panisch geworden. Also natürlich war der Bombeangriff jetzt nicht so ganz optimal, weil das Ziel war extrem gut durchdacht, aber leider dann nicht optimal umgesetzt. Deswegen steht hier jetzt 6-mal Luftabwehr, das ist natürlich ärgerlich. Aber man hat ja immer noch Zeit. Also bis die Luftabwehr hier vorne ist, kann man noch den einen oder anderen Bomber losschicken. Und da sehen wir jetzt, dass natürlich die Panzerabwehr außerhalb vom Wald extrem ungeschützt ist. Ist natürlich für den Russen jetzt auch schwierig. Was will man in so einem Moment machen? Die sind jetzt eigentlich wertlos geworden für die nächste Zeit. Man hätte sie natürlich auch zurückziehen können, wenn man gemerkt hat, okay, ich habe hier Luftabwehr, dann zieht man sich lieber zurück und bringt schnell Luftabwehr ran.
So war es natürlich ein bisschen naiv zu denken, dass man damit noch viel ausschalten kann. Breaker benutzt ja auch beabsichtigt keinen Fanatismus, also lässt die angeschlagenen Einheiten zurückfahren, sodass nichts vernichtet wird, und geht dann mit den Lees mit Blitz ganz schnell rein, um eben die Anzahl der Schüsse, die die Panzerabwehr abgeben kann, noch zu reduzieren. Das ist immer ein ganz wichtiger Trick. Wenn ihr quasi weniger Reichweite habt als der Feind, dann ist es wichtig, so schnell wie möglich an den Feind ranzukommen, und da ist eben Blitz zum Beispiel extrem wichtig. Dadurch konnte er also jetzt die feindliche Panzerabwehr ausschalten, und der Orangenspieler hier, der leckt direkt Blut, der schnappt sich da vorne die Nachschubdepots, versucht mit dem STKFZ da ein bisschen die Quadias zu ärgern. Das war jetzt nicht perfekt gemicrot, muss immer ein bisschen aufpassen, ist fairerweise auch schwierig mit dem STKFZ gegen die schwere Infanterie vorzugehen, war ein kleiner Fehler, und der Bereich, in dem man diese Fehler machen kann, der ist sehr, sehr klein, und schon ist die Einheit weg. Aber auf jeden Fall übt man da jetzt ziemlich Druck aus, schickt auch Sturmgrenadiere rein, also da hat der Spieler auf jeden Fall gut reagiert. Hier sehen wir nämlich eher das Gameplay, das man eigentlich erwarten würde, Mindestmaß an Luftabwehr. Man hat alles, so ein bisschen Panzer da, ein bisschen Aufklärer da, ein bisschen Luftwaffe da, Bunkeranlagen, man baut seine Admins auf. Und dann schickt man mal zwei Bomber rein, die durchaus ein bisschen was zerstören, aber eigentlich auch nicht richtig durchkommen. Also ihr seht, so sieht das, also haben wir jetzt wirklich den perfekten Vergleich, so sieht das normalerweise aus. Da wurden jetzt auch Düsenjäger gebaut, weil sie natürlich besser sind als die normalen Messerschmitts, aber sie sind auch einfach nicht in ausreichender Anzahl vorhanden, dass sie jetzt was ausrichten. Also es gibt schon immer ein gewisses Optimum aus Qualität und Quantität, und das würde hier offensichtlich nicht getroffen, wenn man sich nicht mal gegen die feindlichen Jagdbomber im Luftkampf bewähren kann. Also ihr seht, so kann es theoretisch laufen, oder man plant wirklich mehrere Schritte im Voraus, überlegt sich im Großen wirklich, welchen Einheitentyp setze ich ein. Der Gedanke dahinter ist nämlich der, dass wenn man jetzt zum Beispiel anfängt, Panzer zu bauen, der Gegner baut alles, dann hat man vielleicht optimalerweise einfach so viele Panzer, dass die gegnerischen Panzer und Panzerabwehr nicht ausreichen, um das zu kontern. Das heißt, man konzentriert sich auf einen Typ und erzwingt optimalerweise direkt einen anderen. Daher ist auch Luft, also Aufklärung, so wichtig. Sehr, sehr gute Spieler benutzen Dekodierung und sehen damit nicht nur, dass Gebäude gebaut werden, sie sehen auch aufgrund des Abstandspfeiles, der dann angezeigt wird, welches Gebäude gebaut wird. Und damit kann man das natürlich verhindern. Da könnte man jetzt wieder kontern und sagen, gut, man baut halt ein Scheingebäude und so weiter. Also man kann das schon sehr weit treiben. Das Spiel heißt nicht umsonst übersetzt Kriegslisten, weil genau darum geht es eben. Das sehen wir hier jetzt eigentlich fast in Perfektion. Klar, die Luftabwehrbasis war sehr ärgerlich. Aber jetzt sehen wir eben, was Breaker daraus macht. Er weiß jetzt, okay, der Gegner baut Luftwaffe. Der Russe reagiert manchmal fairerweise auch schon beinahe ein bisschen naiv. Und ich meine naiv jetzt nicht im abwertenden Sinne, sondern einfach sehr unmittelbar. Wir sehen jetzt, dass er eben leichte Bomber sind. Und gegen leichte Bomber reicht natürlich auch seine Ishak-Ratte der Luft. Oder Esel, das ist immer noch wunderschön. Diese Dinger können halt nichts, aber wenn der Bomber nicht zurückschießt, der Bomber kann sogar zurückschießen, reicht es theoretisch. Es kann sein, dass diese Ishaks tatsächlich nicht mehr ausgereicht hätten, um die B-25 auszuschalten, aber gut. Auf jeden Fall, es reicht prinzipiell vielleicht nicht Ishaks, aber es reichen prinzipiell auch leichte Jäger, um eben den Gegner zu kontern. Also, was hat Breaker gemacht? Er hat ein paar Jagdflieger P-40 gebaut, vier Stück ungefähr. Das reicht und hat sich ansonsten weiter auf die Bomber konzentriert. Die Sache ist nämlich die, dadurch, dass man dem Feind hier einen ziemlichen Schreck quasi verpasst hat und auch seine Panzerabwehr zerstört hat, und da sehen wir jetzt, was das für ein Fehler war, die da naiverweise rauszuschicken. Dadurch hat der Gegner jetzt keine Panzerabwehr mehr. Das heißt, er muss Panzerabwehr nachproduzieren, weil die Gefahrenkulisse der Panzer steht ja immer noch. So, gleichzeitig muss er Luftabwehr bauen, und er hat ja sein Flugfeld gebaut, das ist beim Russen übrigens gar nicht so günstig. Und darauf eben noch ein paar Jäger. Gut, die sind wiederum günstig, aber er hat trotzdem ein paar davon gebaut. Das heißt, wenn man jetzt quasi einen Punkt konzentriert, und in dem Fall ist es der Punkt Bomber, also wenn man wirklich viele dieser Bomber baut, dann kann man tatsächlich Folgendes erreichen, dass man einfach den Gegner komplett überlastet. Wir sehen jetzt so viel der Einheiten Luftwaffe, dass die Gegner quasi mit ihrer Luftabwehr keine Chance haben, auch nur einen einzigen Flieger abzuschießen. Was jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass die Ishak tatsächlich diesen B-25 Bomber erwischt. Das hätte man vielleicht vermeiden können, indem man nach einem Jäger reingeschickt hätte. Wobei man da auch immer aufpassen muss, wenn man den Luftkampf in der Nähe der feindlichen Luftabwehr sucht, kann es eben passieren, dass man da irgendwie reingezogen wird, und Luftwaffe ist manchmal ein bisschen tricky und reagiert dann nicht genauso, wie man es möchte. Es kann also passieren, dass die Einheit dann einfach hinterherfliegt, man kann es nicht abrechnen, und dann fliegt man in die Luftabwehr rein, verliert zwei Einheiten. Also das muss man immer berücksichtigen, bevor man da jetzt anfängt, seine gesamte Luftwaffe wegen einer einzigen Einheit zu riskieren. Kann es auch einfach mal sinnvoll sein, den Bomber sterben zu lassen und da eben diese Kollateralschäden quasi einzukalkulieren. Wir sehen aber, Breaker sieht, die Strategie funktioniert. Er hat auch Luftabwehr ausgeschalten. Es gibt jetzt keinen großartigen Grund, damit aufzuhören. Also wenn ihr eine Strategie habt, die gut funktioniert, das stört mich übrigens immer in so Superheldenfilmen, da haben die irgendwie so eine tolle Strategie oder eine Fähigkeit, die funktioniert richtig gut, dann machen sie nur einmal.
ihr müsst das nicht nur einmal machen. Wenn es gut funktioniert, macht es ruhig nochmal. Und wenn ihr gerade so eine Fähigkeit nutzt, wie die Übersättigung der feindlichen Luftabwehr, dann macht weiter. Dann schickt 10 Bomber rein. Das ist natürlich riskant, weil es ist meistens in Rouge günstiger, etwas zu kontern, als es zu produzieren. Aber gerade bei der Luftwaffe ist da die Differenz relativ niedrig. Also man muss auch, wenn man Luftabwehr verteidigen will, relativ viel Geld in die Hand nehmen. Hier sind Ishaks tatsächlich gar nicht mal so schlecht, weil sie einfach den Feind in den Luftkampf zwingen. Das bedeutet, der Luftkampf ist ja nicht lang, aber in der Zeit können keine Bomber abgeworfen werden, in der Zeit kann die Luftabwehr drauf feuern. Aber Breaker hat das schon durchaus kalkuliert und greift deswegen nur im Bereich hier vorne an. Geht gar nicht erst auf die Luftabwehr da hinten, sondern versucht eben den Wald hier zu clearen. Das hat eben den Vorteil, dass er dann gegebenenfalls auch mit Bodentruppen vorrücken kann. Und das muss man hier jetzt auch immer berücksichtigen. Natürlich kann man jetzt mit der Luftwaffe ziemlich viel Schaden anrichten. Gleichzeitig kann der Feind aber auch ganz gut kontern. Man sollte schon darauf setzen, aber wenn man halbwegs gute Spiele hat, wird man nicht mit einem reinen, ich baue jetzt ganz, ganz viele Bomber und zerstöre irgendwie das Hauptquartier durchkommen. Man muss sich da schon noch was überlegen. Das bedeutet zum einen, man muss noch einen Plan B haben. Beispielsweise kann man die Panzer weiter einsetzen. Man kann natürlich jetzt nochmal den Einheitentyp wechseln, wobei das meistens, wenn es 2-3 Mal passiert ist, ja nicht mehr so ganz gut funktioniert. Man kann aber auch versuchen, seine Einheiten ein bisschen anders einzusetzen, als man es bisher getan hat. Man sieht auch, dass es funktioniert. Vielleicht unterstelle ich Breaker jetzt auch schon wieder ein bisschen zu viel Mindgame, dass er einfach zu viel nachgedacht hat. Dabei hat er einfach nur auf die Situation reagiert. Was aber hier sehr spannend ist, ist, dass der Gegner seine gesamte Luftabwehr hier sammelt. Und was natürlich ein Riesenfehler ist, ist diese Pushka. Natürlich, diese Pushka ist verlockend. Da stehen Gebäude, die könnte man damit kaputt machen. Man kann dem Feind gegebenenfalls irgendwelche Listen aufzwingen. Aber eine Pushka sind nun mal auch 4 Luftabwehreinheiten oder 2 bis 3 Ishaks. So, 2 und nochmal eine ohne Flügel. Ist egal, die Dinger fliegen eh nur mit, keine Ahnung, Willenskraft. Auf jeden Fall ist diese Pushka ziemlich teuer und diese Luftabwehr wäre, oder generell wäre die Luftabwehr deutlich dringender notwendig gewesen. Wahrscheinlich wäre sogar auch ein weiteres Flugfeld wichtiger gewesen als jetzt diese eine Pushka. Aber das wird er jetzt gleich merken, weil die Einheiten von Breaker dann einfach Folgendes machen. Hier ist über Luftabwehr. Gut, dann fliegen wir halt einfach mal außen rum und bombardieren das Hauptquartier. Das ist meistens eine ziemlich dumme Strategie, die gefahren wird, weil man nicht weiter weiß oder weil man einfach den Gegner hat sich zu lange, oder man wurde selbst nicht wirklich bekämpft und man konnte sich in Ruhe aufbauen. Das war ja hier jetzt nicht der Fall. Sondern es funktioniert deswegen, weil zwar schon Luftabwehr vorhanden ist, aber halt einfach an der falschen Stelle. Und wir sehen auch, dass Breaker hier jetzt gar nicht versucht, großartig irgendwie das Hauptquartier zu zerstören, sondern er geht tatsächlich auf das Flugfeld. Das kostet nämlich $60 und ist viel mehr wert. Und jetzt versucht er eben von hinten anzugreifen. Und dadurch hat er jetzt diesen einen Batzen hier an Luftabwehr. Das ist natürlich theoretisch besser gewesen, das hier wieder anzugreifen. Aber durch die Aufteilung der Sektoren kann es durchaus sinnvoll sein, hier jetzt mit Fanatismus reinzugehen. Vor allem stehen die alle so schön auf einem Haufen. Und damit bombt er jetzt hier einmal die Luftabwehr weg, bombt da drüben auch noch die Kaserne. Und dann ist eben der wichtige Teil, er hat hier einmal die gesamte Luftwaffe quasi zerstört und kann jetzt theoretisch, wenn er da Micron würde, und ich glaube, das macht er nur bedingt, könnte eigentlich noch die meisten Einheiten retten und jetzt die Ishaks auch noch abschießen. Man kann hier mit Shift-Befehlen tatsächlich arbeiten, also Angriffsbefehl geben und dann Shift nach hier zum Beispiel, dann ziehen die sich ein bisschen schlauer zurück als das hier. Also es war jetzt in der Umsetzung nicht optimal, ich gebe eine 1,7. Aber er hat das prinzipiell schon sehr, sehr gut gemacht, indem er jetzt eben hier alles ausgeschalten hat, was irgendwie seiner Luftwaffe schaden würde, zwingt den Feind damit wieder aus seiner Deckung herauszukommen, wobei man hätte sich natürlich wieder zurückziehen können und so, man hat jetzt quasi denselben Fehler nochmal gemacht, aber Rouge, sage ich immer wieder, ist eben auch viel quasi Spiel mit der Psychologie des Feindes, einfach den Feind unter Druck setzen und dann schickt er irgendwie seine Einheiten raus, weil er irgendwie ein Gefühl hat, er muss jetzt was machen, er verliert die Kontrolle und das sind immer Momente, wo man dann glänzen kann, indem man dann einfach nicht nur irgendwie seine Luftwaffe reinschickt, sondern eben nicht vergisst, dass man noch ein paar Lees hat, eben die günstigen, guten Lees. Jetzt kombinieren mit Rangers, das ist natürlich notwendig, weil der Feind inzwischen Quartiers hat. Aber da hat man jetzt eine kleine, solide Truppe, die wirklich nicht viel kostet. Wenn wir mal wieder so einen Blick auf das Spiel da drüben werfen, da werden dann halt da natürlich die Königstiger reingeworfen. Und ich verstehe, so ein Königstiger ist ein wirklich, wirklich schöner Panzer. Und ich baue den auch gern. Aber er ist halt sehr teuer, ihn zu erforschen. Und dann, bis man das wirklich wieder reinholt, muss man sehr viele produzieren. Das ist auch sehr teuer. Also es braucht einfach sehr viel Geld. Und gefühlt, allein der Prozess ist notwendig. Warum diesen Königstiger jetzt so forschen, sehen wir gefühlt hier. Mit diesen Einheiten. Und diese Einheiten können jetzt in Kombination mit der Luftwaffe, es braucht ja nicht viel, es wäre jetzt auch nicht sinnvoller, wenn er da 10 Panzer hätte, die er hat, reicht. Da geht er jetzt rein, er kann seine Jäger benutzen, das ist auch sehr wichtig, man muss dann umschalten, okay, ich brauche meine Jäger, um meine Bomber zu schützen, der Feind hat Luftwaffe. Auf einmal hat der Feind keine Luftwaffe mehr, also können meine Jäger sich einfach als Bomber identifizieren, das ist auch gar kein Problem. Bedeutet, nutzt eure Luftwaffe, um die gegnerische Luftabwehr auszuschalten. Das ist natürlich immer nur dann gut umsetzbar,
wenn man sich sicher ist, dass jetzt nichts vom Feind kommt. Klar, da gehört jetzt ein bisschen Glück dazu, dass die ihn komplett ignorieren, aber da ist das Gefecht auch sehr intens. Also die sind da schon durchaus, also ich meine, hier werden Wirbelwinde gegen Shermans eingesetzt. Das Gefecht hier ist auf eine ganz andere Ebene nochmal spannend. Aber es ist eben ganz gut, man konnte jetzt hier die Luftabwehr quasi stunnen, also sie flieht, man konnte damit den Panzer rein. Das bedeutet, die Luftabwehr, meine ich, ist jetzt geschwächt und man kann jetzt mit Bombern hier auf jeden Fall rein, kann dadurch auch die Infanterie sehr schwer beschädigen und dadurch mit den eigenen Rangern hätte man noch ein bisschen verzögern können, wäre es besser gewesen. Aber kann man jetzt mit den eigenen Rangern einfach den Wald hier clearen und im Endeffekt hat der Feind jetzt nur noch die Luftabwehr in diesem Bereich. Hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen gezielter ausschalten können, aber was eben Breaker immer auszeichnet, ist, dass er nichts sieht, oh, da sind ein paar Einheiten, das ist schön, da gehen wir jetzt rein, da machen wir schöne Fracks, sondern er geht Schritt für Schritt vor, hat jetzt den Wald geklärt, er hat die Panzerabwehr ist weg, dadurch kann er jetzt mit den Panzern vorrücken, er hat seine Infanterie in einer guten Position, um eben vorzurücken und jetzt kann er eben die Luftwaffe dann sammeln, baut inzwischen auch die Flying Fortress, also die schweren Bomber, die dann auch wirklich dafür geeignet sind, Hauptquartiere zu zerstören, weil er einfach die Kapazitäten hat und geht hier jetzt drüber. Es würde normalerweise auch komplett reichen, wenn er die einfachen Bomber weiterbaut. Also die schweren sind jetzt nicht unbedingt notwendig für diesen Feind, aber wir vergessen es manchmal fast. Da drüben hocken ja auch noch Gegner und für die braucht er die eben. Er baut die quasi unauffällig, kann er das so wirklich auf dem Schirm, so der Gegner hier wird die ganze Zeit gebombt. Als ich mir das Replay in zehnfache Geschwindigkeit angeguckt habe, sah es auch nur so aus, okay, Breaker bombt hat das AQ vom Gegner weg, also das, was man oft gesehen hat. Da habe ich mir das Replay zum Glück nochmal angeschaut, weil es natürlich sehr in die Tiefe gegangen ist hier mit dem Micromanagement und man gleichzeitig aber noch ein bisschen Optimierungspotenzial gesehen hat, das man theoretisch hätte besser machen können. Auf jeden Fall Breaker auch sehr gut, also der Mann macht einfach keinen Anfängerfehler. Zwei Aufklärer, einfach um sicher zu gehen, er sieht, wo ist der Feind, wo kann man was ausschalten und greift eben diese Quadilla jetzt in den Wald an, nimmt die raus, kann dann eben mit seinen Stuarts vorrücken. Geht jetzt dann hier mit der Infanterie in die Stadt rein, Infanterie in Städten und Wäldern ist halt einfach sehr, sehr gut und kann jetzt theoretisch überlegen, was er macht. Also er könnte jetzt mit den Rangers vorrennen, die Kaserne erobern und dann noch das HQ. Wahrscheinlich wird der Feind dann anfangen, eigene Infanterie zu bauen, außer er hat eben schon aufgegeben. Für so einen Fall wären Jäger ganz gut, Bomber vielleicht nicht so. Er könnte natürlich auch einen Bomber nehmen, um die Kaserne zu zerstören und das HQ wird zu überleben, dann erobert er es. Auf jeden Fall wäre es sinnvoll, das HQ zu sichern, weil einfach dadurch nochmal ein bisschen Einkommen dazukommt. Das ist quasi, wie wenn ihr einen Admin sichert. Und das hat er hier gemacht und ist natürlich sehr praktisch. Plus, natürlich kann man Gebäude bauen. Ist bei so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, dass da eben zwei Gegner sitzen, ja durchaus ganz nützlich. Jetzt ist die Sache aber die. Die Gegner hier drüben sind natürlich sehr, sehr, sehr drin. So, die haben da ihre Gefechte, da schießen Königstiger auf Infanterie, wobei ich schon sehr interessant finde, also der Niveauunterschied im Micromanagement, den sieht man hier quasi in der ersten Sekunde. Ja, da wären die Longtoms, so die Mörser, meine ich, 60 Dollar Prototypenbasis. Also die spielen dieses Game so, ich will das auch gar nicht verurteilen. Wenn ich gegen KI spiele, spiele ich genau so. Es gibt einfach nichts Schöneres, als extrem teure deutsche Einheiten rauszujagen. Beide bauen Admins. Also wir sehen hier wirklich den absoluten Kontrast zu, ja, so spielt man ab und zu. Aber so spielt man richtig. Also wenn man richtig spielen will. Man kann ja mal mit Freunden spielen, also ist so ein Long-Term-Game auf jeden Fall auch in Ordnung. Aber was wir jetzt hier sehen, ist eben ein Breaker, der dann nicht einfach nur irgendwie mit Bombern reinkommt, sondern eben mit seinen schweren Bombern, die auch noch wunderschöne Anflugsrouten nehmen. Also er hat die nicht einfach irgendwie alle auf einem Haufen. Nein, nein, seht ihr das, wie schön er hier einfach mal die gesamte Luftabwehr rausgenommen hat und alle Gebäude. Also das war gut. Das schafft ihr auch im Regelfall nur, wenn ihr die Bomber gruppiert, also mit Steuerung 1, Steuerung 2 etc., könnt ihr die gruppieren und dann schickt ihr alle da rein, sobald eure Aufklärer Sicht haben. Also ihr könnt die Bomber schon den Befehl geben, hierher zu fliegen, aber sobald sie Sicht haben, macht ihr quasi 1 hier, 2 da, 3 da und so weiter. Und dadurch könnt ihr dann extrem viel vom Feind ausschalten in einem einzigen Anflug. Jetzt ist natürlich die Sache die, gut, damit hat er dem jetzt extrem geschadet, auch wenn er so gesehen noch keine Einheiten mehr ausgeschalten hat. Aber der Gegner hat nun mal ja sehr viel investiert für sehr teure Einheiten, also der braucht wirklich Geld, der kann die Armee quasi nicht weiter versorgen. Man könnte es im übertragenen Sinne sagen, der Nachschub ist ein bisschen teuer, auch wenn es den Rouge nicht braucht. Er geht jetzt also komplett rein zu dem blauen Gegner, zu dem Amerikaner, nimmt ihn da auch ziemlich auseinander. Da ist natürlich die Frage, warum hat er das nicht vorher schon gemacht? Also wahrscheinlich hat der Deutsche mit den Truppen, die er da hat, schon längst den Fluss überqueren können. Ich meine, wie erwähnt, was da an Königstier und Wirbelwind und so weiter steht, ist unglaublich. Aber wahrscheinlich hat er halt eher gehofft, ja komm, wir nehmen mal die Mörser und schießen damit die gegnerischen Admins kaputt. Das ist natürlich auch immer eine Strategie, aber ich halte davon nicht so viel. Naja, auf jeden Fall zum Thema Admin-Strategie, die geht jetzt natürlich nicht ganz auf. Da treffen tatsächlich mal die Mörser und die Bomber sind abgestürzt. Das sah zwar sehr unelegant aus, aber tatsächlich hat das extrem viel Schaden angerichtet, mehr als ein normaler Bomber. Und Breaker kann jetzt hier natürlich entspannt einmal reinfliegen und damit
den Gegner hier quasi auch noch angreifen. Wir haben jetzt ein bisschen das Problem, dass das Gefecht auf 30 Minuten limitiert war, wobei ich das prinzipiell manchmal auch gar nicht so schlecht finde. So ein kleines Zeitlimit, aber dadurch wird es Breaker leider nicht mehr schaffen. Wir haben hier vorne jetzt noch kleines Gefecht, da sind immer ein paar Lees. Wenn die natürlich gegen Königstier antreten, dann bringt das nichts. Aber es geht Breaker tatsächlich auch gerade nur noch darum, die Prototypenbasis auszuschalten. Die gibt nämlich nochmal 100 Punkte und die Einheiten werden ja nicht vernichtet. Ihr seht, er lässt sie immer weiter zurückfahren und dadurch schießt der Gegner immer auf die vorderste Einheit und die Lees sterben nicht. Das bedeutet, er bekommt nicht wirklich Frags, sondern nur ein paar. Und der Gegner bekommt sehr viel Schaden und theoretisch könnte er jetzt auch noch mit Luftwaffe reingehen, ein bisschen Frags machen. Er kriegt tatsächlich nur einen Stern, aber ich denke, wir sind uns alle sicher, dass er das Gefecht gewonnen hätte und ein Gesamtsieg beim Vierer FFA ist es fairerweise auch unrealistisch. Wenn wir uns einmal den Überblick anschauen, sehen wir auch das, was wir erwartet haben, tatsächlich von den Truppen. Der Deutsche hier hat einfach viel zu viel Geld, auch einfach viel mehr als sein Gegner. Also ich weiß nicht genau, was sie da gemacht haben. Ich habe es mir mal so ein bisschen angeguckt, aber es war einfach zu passiv von dem Amerikaner, der hat den Deutschen einfach machen lassen. Natürlich ist der Deutsche dann auch zur Gefahr geworden gegen Breaker, aber Breaker hat einfach die richtigen Einheiten am richtigen Ort und wusste zufälligerweise auch noch, wie er sie richtig benutzen soll. Und das hat ihm natürlich hier den Vorteil gebracht. Wenn wir auf die Einkünfte gehen, würde ich auch mal sagen, genau, da kommt sehr, sehr viel von Admins. Breaker hat quasi die wenigsten Admin-Einkünfte, von denen die überhaupt Admins hatten. Aber das braucht er halt auch nicht, weil er mit sehr wenig Einheiten eben zurechtkam und es eben auch wichtig ist, dass man die Einheiten sehr früh hat, um dann eben bestimmte Gebiete sichern zu können etc. Das heißt, hier sehen wir natürlich auch die Luftwaffe hat extrem viel Schaden gemacht und die Gegner haben auch viel bei den Gebäuden verloren, aber vor allem auch der Russe sehen wir hier, hat viel Luftabwehr verloren, viel Artillerie, Infanterie, seine Luftwaffe hat 180 verloren, Schaden hat er 65 gemacht, also die hat er nicht effizient einsetzen können und das waren einfach die gesamten Aspekte, weswegen Breaker da so extrem dominiert hat. Aber gut, das war's dann jetzt mal wieder mit dem Video. Ich hoffe, ihr erwähnt, dass es jetzt regelmäßig wieder welche gibt. Ihr könnt mir gerne Replays schicken. Ich freue mich natürlich wie immer über jeden Kommentar. Ansonsten dürft ihr auch gerne mal bei meinem neuesten Heu-Projekt vorbeischauen. Da wird es demnächst wahrscheinlich auch ein neues geben im kalten Kriegsmodus. Und ja, wenn ihr sonstige Wünsche habt, wie bestimmte Spielmodi oder bestimmte Nationen, die euch vielleicht interessieren würden, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, es gibt bald mal wieder einen Rouge Community Livestream. Wenn ihr da Interesse habt mitzumachen, könnt ihr mich gerne mal privat anschreiben. Aber das, ja, dazu wird auf jeden Fall noch was kommen. Aber gut, das war es dann soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.